You ask it in English and I respond in German? Können wir machen, ja. Last ist jetzt hier zu viel gesagt, weil letztendlich wussten wir, wo es drauf ankommt. Ne? Entweder wir gewinnen heute, selbst ein Unentschieden wäre zu wenig gewesen. Und ich habe auch zu der Mannschaft gesagt, es zählen für uns eigentlich nur noch Siege. Und das war natürlich auch insgesamt eine gute Leistung. Geil auf jeden Fall, aber wie ich immer sage, die Wichtigkeit von dem Sieg und einfach als Teamleistung, was wir da wieder geleistet haben heute, steht da im Vordergrund. Und klar, schön auf jeden Fall, aber ja, Gewinn, habe ich ja schon mal gesagt. Und da ist mir das zu Null eigentlich relativ egal, aber wenn es jetzt dreimal Folge ist, auf jeden Fall sehr schön. Für mich persönlich natürlich sehr schön, aber wie gesagt, gehören auch zwei andere noch dazu oder die ganze Viererkette oder eigentlich das ganze Team, was laber ich. Aber ja, sehr schön auf jeden Fall. Heute war sehr gut. Ich bin glücklich für 3 Punkte. Es war sehr wichtig in der Tabelle. Und ja, natürlich, 2 Tore ist auch gut für mich. Ja, ich denke mal, der hat sich schon länger gefunden. Das denke ich mal, die machen das auch wirklich gut. Am Ende ist es so, dass du das Glück ja auch ein bisschen brauchst. Das ist einfach so. Ne? Und weil du spielst das jetzt 90 Minuten nicht komplett, ohne dass der Gegner nicht auch ein paar Möglichkeiten hat. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns in jeden Ball reingeworfen haben. Dann war immer noch mal wieder ein Fuß dazwischen. Dann haben wir hier und da sicherlich auch das Glück gehabt. Aber das haben wir uns, glaube ich, in diesen 90 Minuten auch hart erarbeitet. Ich kann jetzt hier stehen und dir irgendwelche Floskeln erzählen, was du da machst. Aber also ich habe gesehen, dass 2 auf uns zukommen und dass er den wahrscheinlich rüberspielen wird. Und dann ist es 50-50, ob er den wirklich reinknallt. Aber ich habe ein bisschen gesehen, dass er den ein bisschen so alibi-mäßig und dann ist es ein bisschen Glück. Aber ich denke, das Glück habe ich mir oder das ganze Team halt jetzt in den letzten Wochen auch komplett erarbeitet und in dem Sinne voll verdient. Nein, ein bisschen Kampf mit meinem Vater. Und ich glaube, wenn ich bin in der Match, mein Defense ist nicht sehr gut und Tom Zelstra ist besser in diesem Moment. Ja, also ich habe ja gesagt, das ist ein Junge, der Riesenpotenzial hat. Ne? Und er hat jetzt auch mal in einer anderen Position gespielt, weil Jova verletzt raus war. Und man sieht ja auch, dass er selbst das sehr gut gemacht hat. Und ja, ist natürlich in meinen Augen ein super Fußballer.